together, and I thought you might like to have a look at one that you haven't got, perhaps. There's this violety purpley one. Let's see what's on this one. Sieht, wie man eine Person in der Seite lagert, in einem Büssli inne. Oder halt eben transportieren will. Das ist nur suboptimal. Schlicht untertrieben. Schlicht untertrieben, genau. Suboptimal auch, ja. Das ist eine sehr spezielle Lagerung. Das ist schlimm. Ah ja, okay, ich habe es geschafft. Now, let's see what's on the red one. Das ist zusammen noch, dass wir was noch nicht gekannt haben. Gib wenigstens einmal einen Stoß. Komm, Junge, Tusk, tusk. Now, let's see what's on the blue one, should we? Let's see what kind of tomfoolery is going on there. Blasen, aber das ist der Stiftsbezirk St. Gallen, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Da unten dran. Und dem netten Plan. Siehst du, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Ich nehme ihn aus Osterhase. Eben, und das ist unser Problem. Es ist nicht genau festgelegt, ob wir dürfen. Osterhase verstecken oder eben nicht. Well, I like them anyway. Mit einem leichten Schwenker über, sehen hier unsere Damen vom KGB den Funkmast professionell aufzustellen. Es sind wieder ein paar am Flirten, aber das ist nebensächlich, weil wir haben hier eine perfekt engagierte Truppe. Okay, wir befinden uns hier im Kaderbüro. Wir sehen hier am PC der Tobias Fischer. Er bereitet gerade die schönen Blätter vor, die er vorher erzählt hat. Neben mir der Herr Hoffenmeier. Er erzählt uns jetzt das Prinzip von den Bestellungen und wie dass die dort rüberkommen in SmartMag. Das ist eigentlich ganz einfach. Oder? Die Bestellungen, die heissen Bestellungen, weil es Bestellungen sind. Und der, der will etwas bestellen, der tut so eine Bestellung ausfüllen, damit er etwas bestellen kann. Und wenn er so eine Bestellung ausfüllt und ins Bestellungsfach das bestellt, dann gibt es noch eine Bestellung, die er bestellt hat. Das heisst einfach gesagt, er schreibt eine Bestellung, tut sie ins Bestellungsfach und dann hat er bestellt. Nein, er bestellt ein Bestellungsfach, wo er schreibt, eine Bestellung, die er bestellt. Ah, wie werden denn die Bestellungen wieder bestellt, dort hinten im Bestellraum? Bestellt. Aha, aha. Wer arbeitet dort hinten? Können Sie uns das erklären? Jetzt im Moment ist gerade das Licht ausgegangen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Gut, Jungs. Ja, ihr lacht jetzt, aber das ist wichtig. Heiraten. Wir müssen schon einen schönen Garotten-Knopf beherrschen. Die legen Wert auf das. Galant! So, ich würde sagen, das ist doch schön. Ja.
der Mario und Isabel mit ihrem Neugeborenen. Sie tun es gerade massieren, einölen, neu wickeln. Das sind die frischen Eltern hier. Ganz neu. Wie alt ist das Baby? 5 Minuten. 5 Minuten? Und schon schnauft es nicht. Welches von beiden hat es denn zuerst angeschaut, dass es nicht mehr schnauft? Momentan sind wir auf der nächsten Kreuzung und ich begrüße Sie herzlich und ich begrüße mit Ihnen jetzt den Herrn Huber. Er ist der Kreuzungschef und ja, grüezi miteinander, ja, mir auch ausordentlich. Und momentan meine erste Frage ist, wie sieht das aus hier mit dem Rotationsplan? Was läuft da genau ab? Mit dem Rotationsplan, also es funktioniert alles, es rotiert alles nach Plan. Ja, was haben wir für spezielle Situationen, die eben gerade fürs KVK speziell ausgewählt worden sind? Wieso genau die Kreuzung und wieso überhaupt? Also wir haben eben spezielle Dreierkreuzung genommen, weil gewisse Leute haben schon lange eine Felder gemacht auf einer Dreierkreuzung. Wir haben zwar eine spezielle Dreierkreuzung mit mehreren Spuren, also sind glaube ich alle Leute gefordert. Ja, merci. Und noch eine kurze Frage. Wieso haben wir so wenig Zeit eingeplant für so wenig Phasen? Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt nicht ganz so beantworten kann. Wir haben andere Sachen vor, aber da müsst ihr Fabian fragen. Okay, merci vielmals für das Interview und wir geben jetzt zurück ins Studio. Ade. Bei Run DMC TV, wenn es hier live vor der Kamera der Alexander Gonzalez, er ist auch hier vom Begrüßungskomitee. Herr Gonzalez, wie sieht es aus, wann werden die Leute hier eintreffen? Also wir erwarten sie etwa, haben wir Zeit, 2-3 Minuten. Dann wird unsere Idylle, wie man so schön sagt, unsere Ruhe vorbei sein. Wir stehen jetzt hier auf dem St. Galler Hauptbahnhof auf dem Gleis 2. Wir erwarten etwa 40 Stück, ist das korrekt? Nein, ca. 30 Leute noch zusätzlich zu uns. Ca. 30 Leute zu den bereits vorhandenen. Ca. auch 30. Auch 30 macht 60 im Ganzen. Wir haben hier noch vom Begrüßungskomitee den Marc Series und den Oliver Huber sowie hinter der Kamera den Cyril Jäger. Wir sind gespannt und warten auf die letzten Minuten vor der Ankunft von der Mannschaft. Wir melden uns dann gerade nochmal, wenn die da sind. Sind wir hier mit der Mannschaft in St. Gallen angekommen. Man sieht es eindeutig, dass sie jetzt da sind. Das sieht man sehr schön. Ein mega Buff, ein mega Ghetto, aber das spielt ja keine Rolle. Wir möchten jetzt erst die Stimmen einfangen, hier im Lager. Wie war die Anfahrt hier nach St. Gallen? Voll geil! Ja, ist es eine gute Stimmung im Zug, so niemand aufeinander hässig geworden, die anderen Leute nicht auf euch und so? Nein. Tipptopp, dann wollen wir mal jemanden vom Kader fragen, wie der Roman Meier läuft von ab der Herr Betenknall steht ja noch da. Herr Betenknall, ja, was meinst du da so zur Ankunft von der Mannschaft? Was ist der erste Eindruck? Ja, ein bisschen viel aufs Mal. Ja, wie siehst du das so? Wie das sie in Zukunft essensmässig, gerade als Beispiel? Ja, Katastrophe, glaube ich. Oh, Angst vor der Übung. Welcome to Paradise. Der Fabian Schwarzenbach wird uns jetzt kurz erklären, wie das System hier funktioniert. Ja, das ist so billig einfach. Also schaut das mal. Ihr habt hier Gruppen 1 und 7, 2 und 8, oder? Wo dann Posten 1 und 2 müssen. Plus ein Kader, der Posten 1 muss. Ganz logisch. 1 und 7 müssen ans 1 und 2 und 8 müssen ans 2 plus 1 muss ans 1. Das heisst, mathematisch gesehen haben wir dann hier ein 8 und ein 10, wo zum 1 und zum 2 und zum 1. Ja, da vorne sehen wir gerade den Fabian und Nathalie, die Osterhase aufteilen an Passanten. Das nennt man jetzt professionelles Osterhasenverstecken. Hier sieht man den Fabian, der verzweifelt versteckt sich.
CTV live aus St. Gallen. Wir befinden uns beim nächsten Posten. Welche Nummer? Posten Nummer 2. Da geht es um Verband. Tipptopp, sie nimmt mir die Frage schon aus dem Maul. Was haben denn die Leute so vom Verband gemacht bis jetzt? Bis jetzt sind sie meistens beim Druckverband hängen geblieben. Oder Kopfverband, Armschlinge und weiter darüber aus haben sie es eigentlich noch nicht geschafft. Wie lange haben sie den Tipp für die Verbände zu machen? Also am Anfang haben sie die Möglichkeit, alle Verbände bei der Petra zu repetieren und nachher sollten sie innerhalb von 2 Minuten so viel wie möglich an einem anlegen, aber sie haben es noch nicht so draussen. Hat noch niemand den Mumien ausprobiert, wie im Lager Wallisellen? Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen. Okay, herzlichen Dank für das Interview und zurück ins Studio. Ein Heilmann ist es. Er hat etwas mit Einsatz passiert. Und da hat er stoppen. Immer. Und wer ist das, was ich ganz rasiere? Aber da ist der Bart und seine Stärke. Und hat da unten so einen Außenstone Skirchen. Und ist ein Heilmann und hat etwas mit Einsatz zu tun. Guten Morgen. Morgen? Ja, ohne Problem. Ohne Problem, du hast. Die Aufgabe ist sehr wichtig, wie man sieht, damit auch sehr genau. Damit gehen wir zurück ins Studio. Vielfältige Betreuung von Frau zu Frau. Wir sehen jetzt hier, dass der Patient in die richtige Lage gebracht wird. Wo zuerst noch ein munter aufgeweckter Fahrer war, jetzt hat man den Löffel abgegeben. Hier sehen wir jetzt, wie man das Löffel transportieren muss. So schnell wie möglich 2 Löffel übereinander. Ein Siegrist, der sich hier hin macht. Und der Mann. Sehr gutes Mundwerk. Wie ist das Verhalten? Der Mannschaft gegenüber dem Ausbilder? Das ist auch eine ganz gute Frage. Das Verhalten nach Sackbefehl. Aha. Das ist mir jetzt aber ein bisschen schlüpfrig. Nein, das hilft also nicht. Nein, ich protestiere gegen solche Fragen. Nein, ich finde das also nicht ganz jugendfrei. Das haben wir aber so gelernt vor 3 Jahren. Ja, das ist der Peter. Nach Sackbefehl. Nach Sackbefehl? Nach Sackbefehl, ja. Das müssen wir gerade so ändern. Nein, ich finde das gut. Darf man das mal mit dem ja. Peter? Ja. Chef, du, aber was heisst Funkbereitschaft? Hä? Verständlichkeitsgrad. Nicht ganz. Nicht ganz. Hat etwas mit dem Bereitschaft zu tun. Bereitschaftszug? Ja, fast. 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 Aber ich glaube, oder weißt du es? Was? Die lässt ja gar nicht zu. Guten Tag, meine Damen und Herren. Oh, Moment, da haben wir gerade eine wichtige Person halt. Also Pressefreiheit ist dann also schon so. Kommen Sie wieder mit. Wir sind hier im Lager und wir haben gerade eine Übung, wo Sanitätsdienst durchgenommen wird, unter anderem, und diverse Fragen gestellt werden. Wir haben hier die Übungsleiterin. Guten Tag, guten Tag. Wie ist Ihr Name? Schwarz. Sie müssen in die Kamera schauen, weil die Leute wollen natürlich sehen, was Sie da sagen. Ja, was haben Sie da für eine Übung geplant? Ein Postenlauf. Und was macht man denn am Postenlauf? Wir starten Posten an.
Also ja, Gruppen gehen an die verschiedenen Posten und lassen sich überraschen, was auf sie zukommt. Ist das eine Art Kinderüberraschungsspiel, oder? Ja, man kann es auch so betiteln, wenn du willst. Aha. Ja, aber was ist der Sinn und Zweck von dieser ganzen Übung? Ostern ist ja schon vorbei und Osterhasen haben wir auch schon gesucht. Dass es Plausch macht, Spass macht, dass die Leute ein bisschen näher Kontakt kriegen, gell du? Ja, also, wir können das auch später verschieben. Was ist das? Kleines Riesling. Hey, was, das hat uns wie Kaffeepause auf Deli. hast du zu wenig stark reingelassen. Und Überlebenschance 71%. Das ist Tobias hat doch Happy Life, du. Ich mache jetzt gerade ein Interview mit Maria. Was sagst du zu der Übung stehen, Maria? Ich finde sie spannend. Wir haben einen guten Punkt gemacht, wir haben 5 Punkte erreicht und doch haben wir Karten ganz bekommen. Wir müssen zusammenfliegen. Und was sind deine Hauptsachen, die du musst machen an dieser Übung? Bis jetzt noch nicht. Du tust da, was ist deine Tätigkeit im Moment? Pause. Ja, aber was machst du jetzt sogar? Das Kaffeekänzli. Das war's gesehen, zurück ins Studio. Ciao, ciao. Ich soll sagen, wir haben heute eine Beerdigung. Bitte, liebe Leute. Hallo mit Fehlen. Leider sind gewisse Leute. Von dieser Übung besteht denn darin, dass man auf dieser Karte muss 3 Koordinatenpunkte einzeichnen. Damit aber noch nicht genug. Jetzt müssen wir den besten Weg vom einen Koordinatenpunkt zum nächsten und zum letzten finden. Von diesem Weg muss man dann anhand der Karte einen Wegkroki erstellen. Das ist für die Nicht-KKBler einfach der gerade Strich mit der abzweigenden Strasse. Und mit diesem Wegkroki muss man dann zum Zielpunkt laufen. Willkommen hier bei der Übung Star. Das ist die erste Gruppe, die beim Ziel eingetroffen ist. Sehr schnell sogar. Jetzt wollen wir doch hier mal nach dem Erfolgsgeheimnis fragen. Wie habt ihr es so schnell hier vorne geschafft? Ja, wir haben einfach Glück gehabt. Von 10, ich gebe den anderen Gruppen noch Zeit bis um 20 vor 11. Ist das gut? Ja. Unsere Leute, wie wir ja beide wissen, sind das ja die Aliens. Nein, das müssen wir selbst erzählen, oder? Ihr sicher könnt erkennen, ist das Rotlicht auf Rot. Wir haben das Phänomen schon mal erlebt in Rio Tinto, das letzte VK-Lager, wo wir am Winken waren und aufs Mal sind einfach die Lichter wieder an. Nichtsdestotrotz sind wir guter Dinge und Isabel Stocker wartet jetzt hier drauf, dass sie wieder auf die Kreuzung gehen kann. Gerade im Moment ist das passiert. Und schon geht es wieder weiter mit dem VD. Ist gelaufen? 1A, ja. Tip top. Hast du schon gewusst, dass wir alle stolz sind auf dich? Was haltest du von dieser Kreuzung? Ja, eigentlich ist sie ja gar nicht so schlecht, aber eben. Aber eben? Ja, was heisst denn das aber eben? Ja, eben. Ja, aber kannst du mir das noch etwas genauer definieren? Ja, einfach eben, oder? Aha, das ist sehr interessant. Zu der linken Seite zum Polizeiauto. Besser als Basel oder
Mittel oder was meinst du? Ich meine, klar, Basel sind natürlich die besten Polizisten. Also, das ist keine Frage. Bin ich auch mal ein werden? Und du ja hoffentlich auch? Nein. Wir sind jetzt hier live an der Kreuzung und ich habe hier neben mir den Urs Schwörer. Urs, wie gefällt dir die Übung bis jetzt? Also, es ist wirklich sehr toll organisiert worden und wirklich, es ist wirklich eine tolle Kreuzung hier. Mhm. Der Verkehr, ist der gut? Ja, das ist wirklich sehr gut hier, also in Ordnung alles. Wie gefällt das Lager an und für sich bis jetzt? Super, muss ich sagen. Also, am ersten Tag war es toll. Wirklich, bestens. Was gefällt dir am meisten jetzt hier bei unserem KKB-Lager 99 in St. Gallen? Ja, da muss ich überlegen. Also, ich freue mich schon auf Ghostbusters und vielleicht auch sogar noch auf Katau. Nicht irgendwie etwas anderes, was dir speziell gut gefällt? Nein, das hingegen nicht. Aber Katau auf... Lagerfernsehen, das ist auch toll. Ja, also ich würde sagen, das war jetzt ein gutes Interview mit dem Urs Schwörer und ich denke, du wirst jetzt hier noch gut weiterwinken, oder? Jawohl. Du wirst die Autofahrer im Griff haben und auf diesem Weg gehen wir zurück ins Studio. Der geht zu allem Stellung, nimmt zu allem Stellung und macht, was man will. Also Nino, was sagst du zu unserem glorreichen Sieg? Also natürlich kann ich, wenn ich da nicht gewesen wäre, wäre da nichts. Also das ist klar. Ich gebe das Wort dem Marek. Also und somit schließe ich, wir sind die Besten. Zurück ins Studio. Also wir sehen hier auch unsere jungen Mitglieder, kräftig am Basketball spielen. Ah, das war leider nicht gesehen, der ist vorbeigegangen. Und so weiter. Dann haben wir das, wenn wir da aber etwas übermitteln wollen, gerade mit dem Aufruf zusammen. Dann ist das eine mehrfache Übermittlung mit was zusammengefasst. Ja. Informieren die Leute, alle in den Aufenthalt zogen. Dann machst du einen Sunnyblock. Ja. Hey, hey! Stopp, du hast den Kacken, ansitzen! Mein Name ist Meierhofer von der Stadtpolizei. Wenn Sie etwas haben, könnt ihr bei mir dann auch noch Rückfragen anbringen. Habt ihr meine Nummer noch wollen? Sie dürfen nicht fotografieren, wenn Sie uns behindern. Und im Moment behindern Sie. Warten Sie bitte. Wissen Sie was? Sie bleiben auf Auftrag. Ich habe den Auftrag mit der Umwelt. Jetzt können wir. Jetzt die Ahren. Ganz alles. Haben wir viel lassen, top. Gut, also das ist mal auf Ihren Fabian!
Vielleicht ist es auch ein Böttner. Langsam. Betreuen, zudecken, Seitenlagerung. Doch, mach Seitenlagerung nochmal. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben den 7. April 1999 KGB-Lager. Katastrophenübung. Die Strasse sieht jetzt noch ganz harmlos und leer aus. Wird sich innerhalb von kürzester Zeit in ein riesiges Inferno verwandeln. Wir werden hier einen Unfall stellen mit diversen Verletzten. Und hier hinten sehen Sie jetzt bereits die ersten Fahrzeuge, die in Aktion treten. Die Schrottautos werden angefahren, in die richtige Position gebracht und anschließend mit Figuranten besetzt. Ja.
Also ich glaube, es wird nicht einfach sein, die Person zu finden, weil die Person kennt sich sicher sehr gut aus in der Gegend und die Mannschaft hat sich sehr gut müssen organisieren, dass sie die Person wieder einkreisen. Das könnte sein, der Tobias Fischer, das könnte meine Meinung sein. Es könnte der Ganze sein. Fischer. Ja, es ist gut. Also ich glaube, dass Tobias Fischer ist und wir haben wirklich nicht gerade so super Wetter. Und haben herausgefunden, dass der Mr. X in diesem Gebiet ist. Und jetzt müssen wir aber weiter. Hier bei der Übung Orbit, wir reden hier mit dem Mr. X. Mr. X, wie oft bist du jetzt schon gefangen worden? Ja, ich bin bis jetzt leider schon zweimal gefangen worden. Es ist ein bisschen eine düstere Angelegenheit. Ich glaube, da die Verkehrskadetten und das Kadettenkorps, die sind mir einfach ein bisschen über, aber wir geben es alle Mühe. Wir haben jetzt gerade den Mr. X gefangen. Wir sind einfach die Supergruppe. Zu gut. Nur haben wir halt jetzt den einen verloren. Ja, dann müssen wir jetzt halt versuchen. Stich von unserer Gruppe fällt. Wir brauchen einfach einen Haufen Zeug. Und alles ist spärlich mit dem Saufen, und dann haben wir das. Und da sind noch zwei Patrouillenboote, also kleine. Das sind kleine Schiffe, die wir haben. Aber sehr einsatztauglich und Ölabscheider. Also mit dem können wir auf den Platz fahren, können Öl, Wasser gemischt durchpumpen. Pumpen sind da, gerade einbauen. Wenn das also nur oben dann anders betrieben, tut man fern einspeisen. Die ganzen Pumpen und die ganze Steuerung ist ex-geschützt. Also wir können da mit Benzin drüber gehen oder mit Chemikalien drüber gehen, wo an und für sich Explosionen gefährdet sind. Es steigt in diesem Teil eigentlich dann auf. Und das Wasser, das hier weggeht, wo noch... Unter uns. Der Seegrund auf. Wenn man hier sehen, da ist der obere Stück oben ein altes Dampfschiff, das etwa vor 40 Jahren versoffen ist, wo auf dem Grund liegt, so ein Tauch, Eldorado. Da sind sie jetzt vor allem mit den Tauchern. Dort aus sollte man mindestens eine, in der Regel sieht man aber mindestens drei so Lampen. Wir sind ein bisschen unterwegs. Ja. Sind wir mit dir mitgekommen? Okay, herzlich willkommen hier beim Lagerfernsehen. Wir stehen jetzt hier auf der Aspirantenkreuzung und ich habe hier neben mir, wie heisst du überhaupt? Collor Pascal. Collor Pascal, er ist ein St. Galler Verkehrskadett und er ist jetzt hier auf uns zugekommen. Wie viele sind ihr überhaupt in eurer Abteilung? Ich glaube gegen die 40 etwa. Habt ihr auch so wie wir? Wir haben jeden Samstag Nachmittag eine Übung. Wie sieht das bei euch aus? Wir haben einmal im Jahr haben wir ein Osterweekend. Das ist einfach obligatorisch für St. Gallen. Und für die Nachbarsabteilung ist das freiwillig. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen. Es sind immer eingeladen. Und dort nimmt man einfach die neueste Winktechnik durch. Und verschiedene Übungen macht man auch noch dort. Okay, was haltest du jetzt hier von dem Lager? Du hast jetzt angefangen, diese Übung gesehen. Ich kann dir vielleicht erzählen, wir machen noch Sanitätsdienst, Funken, Karten lesen, alles Mögliche. Meinst du, so etwas könnte man einmal mit euch organisieren, so in Zusammenarbeit? Ja, ich könnte mir das gut vorstellen, ja. Also.
Und wenn du jetzt so auf die Kreuzung schaust, wie machen sie es? Wie winken sie? Eben ähnlich wie ihr? Ein bisschen besser, ein bisschen schlechter? Oder wie sieht es auf der anderen aus? Vom Winken her sind sie eigentlich ja, ziemlich gleich wie wir. Ja. Also einen grossen Unterschied hat es da nicht. Jetzt kann es noch ein bisschen mehr in den Winkel gehen. Schreck. Jetzt mehr in den Winkel, du meinst den Körper? Nein, nicht den Körper. Parallel zum Boss. Aber so. Ja, das stimmt. Das war gerade unsere Kreuzung und wir hier vom Run DMC Fernsehteam sind hier natürlich ganz exklusiv ausgerüstet und haben gefunden, wir montieren hier noch eine Kamera drauf, eben, damit wir eben auch die V-Kasse von oben und von unten und von links und von rechts drauf kriegen. Und zum Glück eben. Das habe ich mitgesehen. Vor allem bei dir, neu hier, oder? Ja. Also, sind alle in den Bus eingestiegen. Ja, dann werden sie auch wieder. Wenn wir eh was den Bus holen, dann werden sie auch Telefon! Hey, Damian, so wollen wir noch in der. Pepe? Mario! Wer will Wandervogel? Hier, sofort da. Folgendes. Folgendes. Wir sind jetzt hier oben. Richtig. Ungefähr. Wie heißt, nimm mal den Finger weg, was steht denn? Gogeier, nicht, das ist der vorne beim Anderhaus, habe ich das nämlich gelesen. Eben, also, ja. Jetzt laufen wir hier weiter. Ja. Ja. Und dann kommen wir an diesen Punkt. Schiss. Ja. Ja. Dann gehen wir hier runter. Ja. Da durch und genau mit da durch. Ah ja, das können wir machen. Wir gehen da rauf. Sofort machen. Wappum! Erst mit weissen Hasen, aber es ist selbst schon, dass sie da... Danke, dass sie da... Wir machen alle Abgrüsse. Jetzt stimmen wir jetzt das Geld für die neue Verdoberung. Sie haben schon mal die weisse Hasen angezogen. Ja, ich höre. Mal auf den Füßen von ihnen. Ja, ich weiss, bei dem letzten Mal... Bevor wir gehen, wenn wir alle... Dann macht die vorne mit der Schattenklappe. Und dann ist das Intra schon. Sigi und ich, wir haben uns noch geopfert, das letzte Tiramisu noch zu essen, damit das auch weggeputzt ist. Und es hat noch Äpfel und so Zeug draussen, wir haben auch noch weggegessen, damit das weggeputzt ist. Und jetzt kommt da wieder eine Truppe da durch, Moment schnell. Jawohl. Wie läuft's? Die Küsse, die aufgeschlitzt sind, ich weiß nicht, wie die Leute schlafen. Und eine Wolldecken, die irgendwie so verkrumpelt sind. Und dann einer hat auch unter der Matratze oder ohne Matratze, ich weiß halt auch nicht, wie das da ist. Aber ich möchte nicht bei diesen Leuten heim sein, ganz ehrlich. Hast du noch mehr wissen? Hey Hersteller! Schmackhaft! Das ist Cookie-Mata! Willkommen bei unserem Geburtstag! Wir sehen hier einige sehr fleissig arbeiten, besonders Tina und Mario.
Dazu war zu sagen, dass das Kino sehr viel geschafft hat. Wir sind ein super Team, wir sind jetzt natürlich fertig. Wir lernen jetzt die anderen mit kämpfen und nerven sie möglichst. Merci. Bis zum nächsten Mal. Also wir befinden uns hier live an der Tour de Trance. Oder? Das ist unser fähigster Lagerleiter, wie es auch heute im Tagesblatt gestanden ist. Das ist das EPO, das unser Lagerleiter jedes Mal immer deftig braucht. Oder? Da kommt man einfach hier rein und dann setzt man ihm die. So. Und dann steht man einfach drauf. Sehen wir, so machen wir das tagtäglich. Hey, gut, jetzt ist natürlich auch die Lage, dann wirkt es ja, so. Die Lage funktioniert. Aber wenn man jetzt überschwenkt, also. Eben wie gesagt, das EPO das hat auch noch genützt am Anfang. Nur hier im Gotteslager nur 10 Tage maximal, weil am Schluss nützt es nicht mehr, wie man beim Sulzer sieht. Nein!